Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Pikmin 2. Im letzten Part haben wir hier im Challenge-Modus die dritte Reihe komplettieren können mit den letzten drei Leveln noch, die da fehlten. Vor allem dem hier mit 7 Ebenen, was viel zu schwierig war für meinen Geschmack. Also nicht viel zu schwierig, aber der Anstieg vom Schwierigkeitsgrad ist viel zu hoch, auf jeden Fall. Und jetzt geht's dann weiter mit der vierten Reihe hier. Zumindest sind da wieder die Ebenen etwas erträglicher. Also maximal 2 Ebenen haben wir, in den ersten beiden Levels sogar nur eine Ebene jeweils. Und deswegen rein von der Zeit her oder von der Größe her dürfte es auf jeden Fall schneller gehen. Aber es wird halt wahrscheinlich dafür auch sehr viel schwieriger. Deswegen, ob es wirklich schneller gehen wird, mal schauen. Sehen wir schon. Okay. So, dann gucken wir gleich mal. So, ich hab, okay, die Typen sind's hier. Ich habe 25 Pikmin von jeder Art, 5 Stück. Und die klauen mir halt die ganzen Schätze. Okay. Ja, wie konnte man den nochmal... Konnte man den durch draufwerfen besiegen? Ich glaube, mit den Lilanen ging das, oder? Ich weiß gar nicht mehr. Die klauen mir halt die ganzen Schätze. Und der Sinn ist eigentlich, dass ich die halt davon abhalten muss. Dass sie die Schätze klauen. Ja, stimmt. Ich muss ein bisschen aufpassen, weil meine Pikmin dürfen da nicht dran sein, wenn der das zu Boden holt. Und ansonsten sterben die ja, glaube ich. Ich glaube, eine andere Möglichkeit war doch noch, dass, wenn er sich irgendeinen Schatz holen will, dass dann meine Pikmin hingehen. Und zwar mehr von meinen Pikmin aber, und dass wir es dann zu meinem Raumschiff quasi, zu meiner Base schaffen. Dass wir jetzt stärker sein als er quasi. Genau. Und dann würde er, glaube ich, Schaden nehmen. Ich glaube, das ist sogar noch ein bisschen eine bessere Taktik, als wenn ich da lila Pikmin benutze. Das kann ich jetzt dann gleich machen. Kann ich schon mal vorbereiten. Okay, aber an sich ist die Ebene wieder, so, zack. An sich ist die Ebene wieder keine allzu große Schwierigkeit. Wenn man... Weil der nimmt ja gar keinen Schaden. Ging das nicht irgendwie anders? Ich weiß nicht mehr, leider. Oh Gott. Hat der überhaupt den Schlüssel? Oder ist der Schlüssel... vielleicht ist der Schlüssel... Vielleicht war der von Anfang an da. Und der ist halt jetzt schon weggetragen worden von ihm. Das kann auch sein. Jetzt weiß er auf jeden Fall nicht mehr, was er tun soll. War das wirklich so, dass ich nur mit Lilanen da treffen konnte und so wenig Schaden noch machen konnte? Das dauert ja wirklich Ewigkeiten, bis ich den nochmal besiegen kann. Hm. Ach komm ey, vor allem der kehrt auch immer um und ich kriege auch immer nur einen lila Pikmin. Ich hasse so sehr, ich habe die eigentlich sortiert nach lila Pikmin, aber irgendwie sind die anderen immer nie da. Ich kann immer nur einen werfen und dann kommen schon weiße danach, weil meine anderen lila Pikmin hinten stehen, weil die halt zu langsam sind oder so. Jetzt mal ein paar mehr. Hm, na, ich glaube, das sollte ich aber am besten eigentlich neu starten, weil das dauert jetzt schon ein bisschen zu lange. Und wenn ich da von Anfang an das gleich besser mache, habe ich, glaube ich, bessere Chancen. Warte kurz. So, wir schauen jetzt nochmal kurz, ob der Schlüssel nicht doch rumliegt, von Anfang an. Und ob ich nur schnell sein muss. Hm, sieht aber wirklich nicht so aus. Okay. Ja gut, dann hilft es mir nicht. Aber jetzt habe ich trotzdem bessere Chancen. Weil ich ihn jetzt immer hier... Weil wenn er was zurückzieht, ist er ja auch langsamer. Und da habe ich, glaube ich, jetzt eben... Wo ist er? Bessere, ja. Bessere Chancen, ihn immer zu treffen mit den Dealer-Pikmin. Also ich will ihn, glaube ich, gar nicht zurückziehen. Ich glaube, das dauert ein bisschen zu lange. Ich mache es lieber wirklich so. Und mache halt dafür dann ihm da Schaden. Ja, fuck. Da muss man ein bisschen aufpassen, dass... Ach, man, ist schon ein bisschen nervig. Dass man den Pikmin da nicht selber hingehen zu dem. Oder halt zu den Schätzen. Weil ansonsten tragen sie die ja auch ab. Ich darf halt auch nicht seitlich hinwerfen, ne? Ansonsten tragen die sie ja auch ab, was halt nicht passieren darf, weil das dann passieren kann, dass sie in den Bau zurückgebracht werden. Ich kann da nicht mal Schaden machen, so. Okay, mach doch mal wieder so einfach. Hallo? Das hat nicht ausgereicht? What? Irgendwie habe ich den Gegner auch noch nicht ganz gecheckt, leider. Das ist auch ein bisschen ein Problem. Das hat nicht gezählt, weil er jetzt gerade erst rausgekommen ist und unverwundbar war, natürlich. Ah, der kann sich auch wieder heilen, wenn er in seinen Bau zurückgeht, oder wie? Ernsthaft? Boah, der ist ja so nervig, der Typ. Es muss irgendeine bessere Taktik geben. Das kann nicht sein, dass man den nur so besiegen kann. Es muss eine bessere Taktik geben. Das ist ja dermaßen scheiße. Ja, wenn ich Lila Pikmin daneben einfach nur schmeiße... Nee. Die kleinen kann ich ja umwerfen, wenn ich irgendwelche Pikmin sogar draufschmeiße. Kann ich das nicht bei dem... Wenn ich daneben nochmal werfe, wirklich? Nee. Ja, das kann nicht sein, dass man den nur so besiegen kann.
Das glaube ich nicht. Da bin ich sogar jetzt fast dazu verleitet, das rauszuschneiden. Weil das nicht so ganz spannend ist. Vielleicht hat auch der gar nicht den Schlüssel, sondern einer von den Kleinen. Und ich mache mir die Arbeit hier umsonst. Aber ich meine, wenn irgendeiner von denen den Schlüssel hat, dann natürlich schon der Große, oder? Das wäre schon am sinnvollsten. Okay, warte mal. Ich sollte es übrigens auch so machen, dass ich meine Pikmin aufteile. Fällt mir gerade auf, weil die anderen sind ja nicht in Gefahr. Und dass ich einfach nur die Lilanen mitnehme, weil dann werfe ich nämlich immer die. Ja, das ist auch so kacke, dass das halt nicht funktioniert, weil ich will halt eigentlich immer sowieso nur Lila-Pikmin werfen. Aber es klappt halt irgendwie nicht, das Aufteilen, wie so oft. Aber ja, so schon um einiges besser dann. Immer noch nicht ganz perfekt, leider. Aber es geht. Jetzt ist Louis auch noch mit dabei. Okay. Also hier, ich meine, das ist wenigstens trotzdem für uns ja einfach, weil ich ja einfach nur, halt das ohne Pikmin-Verluste schaffen will. Und das ist hier natürlich gar kein Problem, weil die Pikmin hier überhaupt nicht sterben können. Die Zeit ist halt wirklich eher ein Problem. Aber selbst das ist machbar, denke ich. Aber hier alle Schätze halt wegzubringen oder halt einen guten Highscore aufzustellen, das ist hier schon relativ schwer auf jeden Fall. Aber das kann mir egal sein. So, gleich haben wir es. Wehe, wenn du jetzt den Schlüssel gar nicht hattest. So, doch, natürlich, okay. Gut. Und einmal drauf. So. Okay, dann haben wir es gleich. Und, haben dann das ja auch schon geschafft. So, hilft mir nochmal jemand, genau, und weiß es noch, dass es schneller geht. Ja, genau, jetzt, ich muss ein bisschen aufpassen. Weil wenn die natürlich versuchen, jetzt nicht an denen hingehen oder so mit einem meiner Pikmin. Es hätte ja auch sein können, dass die versuchen, den Schlüssel nochmal mir zu stehlen oder so. Und dass da noch Pikmin von mir sterben würden. Also, was ich gerade gesagt habe, dass Pikmin hier nicht sterben können, stimmt ja nicht. Sie könnten ja sterben, wenn sie gerade versuchen, einen Schatz abzutragen, aber sie werden übermannt von den Gegnern und werden dann zum Bau von ihnen zurückgebracht, dann sterben meine Pikmin ja. Also, es ist nicht komplett ohne Gefahr, aber es ist schon machbar. Hatten wir auf jeden Fall schon schwierigere Ebenen. Aber wie gesagt, wenn man halt die Schätze haben will, was ja nicht mein Ziel ist, weil ich das unsinnig finde, aber wenn man das als Ziel haben wollen würde, dann wäre es auf jeden Fall nicht so einfach. Okay. Genau, ich weiß durch euch mittlerweile sogar übrigens auch schon, dass wenn ich überall die pinke Blüte hier erhalte, dass ich dann nochmal am Ende sogar eine spezielle Belohnung erhalten werde. Ich glaube irgendwie ein Video oder irgendwie sowas, eine Sequenz nochmal, eine spezielle, die nochmal irgendwelche Hintergrundinfos gibt oder so. Und die will ich halt auf jeden Fall freischalten. Ja. Und das sieht man halt wieder, habe ich halt schon sehr oft erklärt. Wenn ich halt einfach nur versuche, einen Highscore zu sammeln, ist es halt Schwachsinn. Weil eventuell ist es sogar für Highscores manchmal besser, Pikmin umzubringen. Und dann würde ich aber diese Bonussequenz nicht mal kriegen. Also der Fokus liegt auf jeden Fall darauf, dass ich keine Pikmin verliere. Und was mein Highscore ist, ist mir wirklich komplett egal. Weil ich will nur die Sequenz am Ende sehen, die Bonussequenz. Und damit bin ich dann mehr als zufrieden. Okay. So, gelb, lila und weiß habe ich. Da oben ist... Ah, ich dachte mir schon. Ja, da oben ist ein Typ. Auf dem Turm wieder mal. Der ist natürlich ein bisschen ein Problem. Okay, warte mal kurz. Ich will mal kurz sogar scouten. Ohne meine Pikmin. Die kamen sogar schon. Ja, okay. Vielleicht hat er sogar den Schlüssel. Aber wahrscheinlich hat er den Schlüssel. Weil der liegt hier ansonsten irgendwo. Ja, ich denke, dass er den Schlüssel hat. Okay. Ich habe Sprays, aber ich kann den da oben, also ich meine, ich kann meine Pikmin buffen. Ich kann da, glaube ich, eh nur gelbe mitnehmen, wahrscheinlich. Ich mache das mal, dass ich nur gelbe mitnehme, weil die anderen kann ich nicht hoch genug werfen. Die kann ich buffen, das geht. Aber ihn versteinern wird wohl eher nicht gehen. Weil der zu weit oben ist, denke ich mal. 30 sind's. 30 Gelbe. Okay. So, gucken wir mal. So. Los. Ja, ich kann ihn ja nicht. Ich muss ja seitlich hinwerfen. Irgendwie. Aber die gelben sind ja auch hier in keiner Gefahr eigentlich. Sie Lebensleiste auch nicht. Ja. Okay, jetzt habe ich doch mal welche verloren. Okay. Ich habe das auch immer noch nicht halt ganz verstanden, wie das jetzt exakt funktioniert. Wann meine Pikmin sterben, wenn sie vom Laser getroffen werden. Aber das war es sogar eigentlich schon. Ja, das ist eigentlich ziemlich machbar. Das ist ja auch nur die eine Ebene. Das kann man auf jeden Fall hinkriegen. Ich nutze halt nur die gelben eben. Ich könnte sogar doch mal versuchen, ob Versteinerung nicht vielleicht doch funktioniert. Vielleicht hat es ja eine beliebig hohe vertikale Reichweite. Würde eigentlich keinen Sinn ergeben, weil ich das ja auch so nach vorne sprühe. Aber ich kann es zumindest mal austesten. Ja, jetzt sieht der Anfang auch schon mal. Ah, scheiße, bin ich ein bisschen näher dran. Und da ist Gift. Okay, machen wir erstmal dann das Gift weg. Dass ich da sicher hingehen kann. Und meine Pikmin aufteilen kann. Ist da sogar Nektar eigentlich drin? Das wäre sogar ganz hilfreich. Ja, nicht fretten. Okay, gut. So, teilen wir jetzt hier auf. Nur die gelben.
dass die noch mehr gebufft werden. Obwohl ich immer noch nicht weiß, ob das was bringt. Gebuffte Pikmin, wenn die auch noch Blüten-Pikmin sind. Aber hält er nicht beliebig lange an. Also ist, glaube ich, schon ganz sinnvoll so. Okay. So, macht gleich mal. Ich probiere mal gleich, ob Versteinerung funktioniert. Funktioniert sogar. Lol, ja dann. Dann drauf. Komm, jetzt mach halt. Ich verstehe nicht ganz, wo ich stehen muss, um den treffen zu können. Er hat doch vorne... Ich muss ihn doch von hinten oder von der Seite... Nein! Oder von der Seite irgendwie treffen. Ernsthaft? Mann, ey, wie dumm ist das denn jetzt? Okay, nochmal. Jetzt gleich ein bisschen besser positionieren. Das sollte doch jetzt eigentlich nicht so schwer sein, oder? Aber das ist wirklich so eine der Gegnerarten, die ich am wenigsten verstanden habe hier im Spiel. Wie die genau funktionieren. Einerseits, wo ich sie gut treffen kann mit meinen Pikmin, aber andererseits auch, wann meine Pikmin durch Laserangriffe sterben. Habe ich auch nicht ganz gecheckt bei denen. Also bei denen habe ich irgendwie noch viele Fragen, wie die genau funktionieren. Das dachte ich mir. So, ein bisschen wieder Weiße dazugemogelt. So, drei, nee, der auch noch. Okay. So, zack. Und zack. Komm, mach halt. Jetzt hat's... Warum hat's jetzt nicht funktioniert? Alter. Jetzt habe ich ihn wenigstens halbwegs getroffen. Ja, das ist ganz gut. Er stirbt sogar schon fast. Okay, er stirbt. Nice, 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 nice. Und ich habe keinen Pikmin verloren, glaube ich. Ja, ich habe keins verloren. Gut. Wirklich, der ist ins Ausgeflogen. Okay, also ich komme ja da noch hin. Das war komisch. Davor haben meine Pikmin den direkt da oben noch einsammeln können. Aber jetzt ist er irgendwie voll weit weggeflogen. Keine Ahnung. Egal. Aber passt auf jeden Fall. Ich muss auch ihn nicht zurücktragen, weil wir haben es eh gleich geschafft. Bevor überhaupt irgendeine Gefahr auftritt. Bevor der wiederbelebt wird. Oder auch die Käfer machen meinen Pikmin da hinten auch keine Probleme. Den gelben sowieso nicht. Das passt also. Gut. Haben sich da jetzt aber... Nee, aber das ist noch alles gut. Also das hätte sogar wieder schief gehen können eventuell. Weil da hätten, glaube ich, wieder fast Weiße mitgeholfen beim Schlüssel zurücktragen. Und die wären dann... Wo ist der Ausgang jetzt? Und die wären dann eventuell zu mir zurückgekommen oder so. Also es war noch nicht ganz sicher. Da hätte noch was schief gehen können. Ah, hier ein. Okay, einfach hier. Alles klar. Ich kann sogar gleich direkt raus. Gut. Ja, das war auch... also auch kein First Try leider. Aber war trotzdem nicht so schwierig auf jeden Fall. Konnte man hinkriegen. Gut. Perfekt, wunderbar. So, dann, ja, mal gucken, ob wir die vierte Reihe heute vielleicht doch komplett schaffen. Die anderen haben wir jetzt wieder zwei Ebenen jeweils. Wird also allein deswegen schon um einiges schwieriger. Aber mal schauen. Risikotraining nennt sich das. 25 rote und 25 blaue und beide Sprays einmal. Okay. Mal gucken. So, direkt eine schöne Brosche zu Beginn, die mir aber egal ist. Stattdessen will ich lieber den Schlüssel finden. Rote und blaue habe ich ja. Es gibt auch viele rote und blaue Gefahren. So. Zack. Ja, machen wir das Feuer weg. Da hinten auch. Ich könnte sogar versuchen, ob ich wieder nur mit dem Captain entlang gehe. Und gucke, ob ich den Schlüssel irgendwo rumliegen sehe. Weil ich weiß... Okay. Ich habe schon Angst gehabt. Ja, der da hinten hat ihn wahrscheinlich. Okay. Ich habe ihn wahrscheinlich schon gefunden. Dann gehe ich mal hier entlang. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das... Nee, ist nicht so. Ich wollte gerade darüber reden, dass ich mir nicht sicher bin, ob das so ist. Nee, lass mal. Obwohl, doch, mach das mal, weil ansonsten tragen die Roten das zurück. Okay. Dass in nicht-finalen Ebenen der Schlüssel immer irgendwo rumliegt und niemals ein Gegner ihn hat. Aber mir sind uns einige Beispiele eingefallen, wo das nicht der Fall ist. Also auch in einer nicht-finalen Ebene, das ist ja erst Ebene 1 von den beiden, die es hier gibt, kann es durchaus sein, dass der Schlüssel von einem Gegner getragen wird. Und dass ich halt einen bestimmten Gegner besiegen muss. Und ich glaube, das ist auch hier der Fall. Nämlich wahrscheinlich eben der Feuertyp. Weil da links ist eigentlich schon gar nicht mehr arg viel anderes. Ja, ziemlich sicher hat der den. Okay. Dann töten wir erstmal noch den Wasserkollegen. Das machen einfach alle Pikmin, das ist kein Problem. So. Drauf. Brennen da jetzt welche? Nee, dachte schon. Aber jetzt ein paar Pikmin kann ertrinken fast. An der frischen Luft. Okay, passt aber. Gut. So, ich habe ja Versteinerungsspray und Buffspray. Die Frage ist natürlich jetzt... Nein.
Ich bin einfach mal im Glauben, dass die zweite Ebene einfacher wird als die erste, auch wenn es nicht stimmt. Aber ich will die zweite zumindest sehen. Und deswegen werde ich hier das Versteinerungsspray benutzen, was krasser ist, damit wir das sicher schaffen. So, ja stimmt, der schläft ja ziemlich fest. So, zack. Und drauf. Und hoch. Okay, kein Problem. Der hat den Schlüssel, perfekt. Ja, das müssen die Blauen machen halt, da war Wasser im Weg. So, drauf. Okay. Gut. Nein, nicht gut. Gar nicht gut. Ist jetzt einer gestorben? Nein. Ja, ich habe das Feuer nicht ganz beachtet. Das war ein bisschen dumm von mir. Aber hat ja trotzdem alles funktioniert. Ich lasse mal die Pikmin hier. Und gehe mal mit Ulima da entlang. Weil nicht, dass denen noch irgendwas passiert. Ja, ich hätte zum Beispiel das Feuer auch noch vielleicht wegmachen können. Das war auch ein bisschen risky. Aber hat alles geklappt. Okay, erste Ebene war schon mal kein Problem mit einem der beiden Sprays. Jetzt habe ich halt das Stärkere nicht mehr. Auf jeden Fall. Jetzt muss ich mich mit dem Schwächeren begnügen. Aber das andere ist ja auch nicht schlecht. Und vielleicht muss ich ja jetzt hier gar keinen Gegner mehr besiegen. Glaube ich zwar nicht, aber mal gucken. So, was haben wir jetzt? Letzter Level auf jeden Fall. Da sehe ich gleich irgendwo einen starken Gegner. Ich schaue mich jetzt erstmal kurz um. Einen starken Gegner, der einen Schlüssel haben könnte. Ja, du nicht. Ne, das ist nicht der Schlüssel, aber irgendeine Münze. Ne, ich glaube, hier ist nix. Ja, der wahrscheinlich. Das Problem ist halt vor allem, dass es gar nicht so einfach gegen den, finde ich, ja. Und auf dem Weg liegen auch noch ein paar andere Gegner, die ich auch eigentlich besiegen muss. Aber die anderen sind kein Problem. Es dauert halt jetzt ein bisschen. Aber das ist jetzt nicht so schlimm, die jetzt zu besiegen. Das sollte machbar sein. Die sind nur ein bisschen nah am Wasser für meinen Geschmack. Immer deswegen blaue sogar gegen die. Sehr gut. Ja, da ist nämlich einer ins Wasser gefallen, habt ihr gesehen. Das war gut auf jeden Fall. Okay. Ja, ich nehme sogar jetzt mal kurz, ich habe noch mehr als genug Zeit. Ich nehme jetzt mal kurz nur blaue, weil die roten sind mir hier ein bisschen zu sehr in Gefahr. Und mit 25 blauen dürfte ich das auch schaffen. Vor allem der kann ja überhaupt nichts. Der eine Typ da. Ja, der muss aber schon wieder herkommen übrigens. Der kommt da jetzt nicht drüber, oder? Weil da ist, ja, toll. Kann er durch die Wand, aber durch die Wand pusten kann er. Ja, jetzt verliere ich halt meine ganzen Blüten, aber mit dem Blauen ist es nicht so schlimm, weil ich werde dann gleich im Kampf gegen den ja eh die Roten benutzen. Das Feuer ist aber ein bisschen ein Problem. Kann er mal ein bisschen näher kommen, der eine da? Weil ich will den Wassertypen auch noch besiegen. Komm jetzt ein bisschen näher. Oh, das ist echt eine nervige Anordnung jetzt hier. Weil die Gegner einfach zu dumm sind, um hier entlang zu kommen, an den Wänden hängen bleiben. Und weil das Feuer da auch noch ist. Ich versuche sogar mal das Feuer wegzumachen. Schnell. Nicht aufwachen, nicht aufwachen. Okay, was ist weg? Gut, jetzt kann ich den leicht besiegen. Ja, ist okay. Mein Gott, ey. Das ist auch ein bisschen OP, dass der einfach durch die Wand durchwerfen oder durchschießen kann. Ja, das dachte ich mir. Oh nein. Okay, er kommt nicht weiter. Gut. Ja, jetzt würde er rauskommen. Was bist du eigentlich für ein Depp, Mann? Und jetzt kommt der nicht mehr zurück, weil der andere jetzt im Weg steht. Was sind das eigentlich für Gegner? Oh, Gott, ey. Und wie gesagt, der eine ist da ein bisschen OP, weil der einfach durch die Wand schießen kann, ich ihn aber nicht treffen kann. So, das, da im Wasser sind keine Gegner, das passt. Ja, ja, ist okay. So, drauf. Stirb. Ja, ja, ja. Stirb halt jetzt. So, danke. Mein Gott. Okay, mal kurz zurück. Alle mitkommen. Okay, ein paar haben das auch schon zurückgetragen. Ist gut. So, ich hab noch alle. Ja. Ja, jetzt würde er auch herkommen, wenn ich viel weiter weggehe. Mann, ey. Du Vollidiot. So, ja, ja, ja. So, komm runter. Nein, nicht abtransportieren, Pikmin. Drauf. Komm jetzt, killt ihn. Aber es bringt mir halt alles nichts, diese Vorbereitung, wenn ich jetzt nicht gleich den Kampf gegen den einen Kollegen da schaffe. Ich kann aber wenigstens gut von hinten aus erwischen. Die Frage ist, soll ich sogar jetzt nur Rote mitnehmen? Damit halt vor allem die... Na, eigentlich nicht, nee. Weil wenn ich... Aber trag das mal ab kurz, weil das ist ein bisschen im Weg ansonsten. Ich glaube schon, dass es besser ist, wenn ich... Oh Gott, okay, ich dachte schon, das wäre ein blauer. Passt aber. Schon besser, wenn ich viele Pikmin dabei habe, die dann auf ihn zustürmen können. Ja, ist aber trotzdem noch ein bisschen doof. Nein, nicht ein roter, oh Gott.
Oh Gott, ich dachte schon, ich würde jetzt runterfallen. Okay, passt. Ich nehme auf jeden Fall meinen Spray natürlich gleich, klar. Aber ich finde es ja echt schwierig, gegen diesen Pumpkäfer klarzukommen irgendwie. Ich weiß nicht. Weil das Kommandieren halt leider eben immer nicht so ganz perfekt funktioniert. Aber ja, die Roten sollten auf jeden Fall vorne sein. Also nehme ich mir die Roten davor, dass die vorne sind. Und stürme dann drauf zu. Und mit den restlichen werfe ich halt noch. Und dann muss ich hoffen, dass kein Pikmin stirbt. Yay. Ja stimmt, Trapmite ist auch noch weg, weil das liegt auch im Weg. Ich bin jetzt ein bisschen sehr vorsichtig. Ich weiß. Aber ich will jetzt auf Nummer sicher gehen, dass es wirklich klappt. Ich weiß gar nicht sicher, ob ich den schlimmer finde als den Feuerpunktkäfer. Ich glaube sogar, ich finde wirklich den schlimmer. Aus irgendwelchen Gründen. Ich weiß auch nicht genau warum, aber irgendwie komme ich gegen den nicht klar. Auch gegen den normalen großen Punktkäfer habe ich ja Probleme tatsächlich. Weil eben das Kommandieren nicht so wunderbar funktioniert. Aber vor allem der schon echt blöd. Okay. Aber wir schaffen es jetzt. Die Roten sind auch vorne. Ja, geht so. Ne, warte kurz. Ich will, dass die Roten vorne sind. Okay, sind sie? So. Okay. Waffen. Auf. Ja, das hat ja gut funktioniert. Ich hasse den Gegner. Ich verstehe das auch nicht. Warum das jetzt wieder passieren konnte. Ich check's nicht. Das kotzt mich echt an. Wirklich. Okay, dann versuchen wir es jetzt mal andersrum. Dass ich jetzt gegen ihn mein anderes Spray benutze. Mal gucken, ob das jetzt besser klappen wird. Ich glaube nicht. Ja, ehrlich gesagt, aber mal schauen. Vielleicht ja doch. Da ist noch ein Punktkäfer vor allem. Aber der ist nicht schlimm. Hoffe ich. Komm, bitte. Komm jetzt. Nein, komm. Okay, gut. Zurück. Okay, sehr schön, sehr schön. Gut, also ja, irgendwie finde ich, der ist einfacher als dieser andere Punktkäfer da. Ich weiß auch nicht genau warum, weil eigentlich, ich glaube da an sich, dass der schon in der Hierarchie, sage ich mal, auch weiter oben ist. Aber irgendwie finde ich den angenehmer. Und jetzt habe ich das Verscheinungsspray gegen den anderen und dann dürfte es kein Problem mehr sein. Ich muss halt nur wieder die Vorarbeit quasi leisten, das wird ein bisschen nervig, dass ich wieder halt die ganzen Gegner davor besiege und Platz mache und so. Dass ich dann nicht ins Wasser falle und sowas vor allem. Aber jetzt mache ich mir eigentlich keine allzu großen Sorgen mehr. Ja. So, genau, hier muss ich ja den Weg... Genau, aber das ist immer so. Das ist nur in der finalen Ebene so, dass ich den Weg mir frei hauen muss mit dem Pikmin. Also jetzt kann ich durch die Höhle, die jetzt erschienen ist, oder durch den Durchgang, kann ich jetzt auch so einfach schon durch. Aber nee, das ist auch nicht immer so. Gerade eben in der einen Ebene mit dem... Oder in der einen Challenge mit dem Turm und dem Typen da in der Mitte, der immer runterschießen konnte, da musste ich mir den Weg auch nicht frei hauen, den Ausgang. Das war ja die letzte Ebene, die einzige war das ja da. Keine Ahnung, egal. So, wo ist denn der Typ? Da hinten, so, okay. Ich muss diesmal gar nicht so viel auf dem Weg machen, das ist ganz cool eigentlich. Okay, wieder nur blaue. Damit niemand ertrinkt, weil die könnten hier durchaus ins Wasser fallen, gegen den. So. Perfekt. Ja, das war wunderbar. Zack. Perfekt. Dann noch der hier. So, alle drauf. Und, ach komm. Ernsthaft. Zack. Stirb. Okay, ja, räumen wir das wieder weg, das Zeug. Dass wir hier dann gleich Platz haben. Zum Kämpfen. Okay. Das Feuerding mache ich dann auch gleich weg. Geht mal ihr auch noch dahin vielleicht. So. Hier noch dahin. Okay, nehme ich jetzt mal kurz nur die Roten. Ja, die kommen jetzt auch wieder her. Ja, okay. Aber jetzt kriegen wir es auf jeden Fall locker hin. Ja, hier, das ist auch viel, viel einfacher, der Aufbau von der Ebene, als gerade eben. Das dürfte also jetzt wirklich kein Problem sein. Außer es sieht mich jetzt. Okay, gut. Nicht zu nah ran, Pikmin. Zurück. Okay, gut. So, jetzt dürften wir es haben. Wenn ich das jetzt noch verkacke, dann wird das wirklich peinlich. Jetzt soll es klappen. So, hi. Zack. Drauf. Warum können die nicht immer so viel Schaden machen? Habt ihr das gesehen? Die waren nicht mal gebufft und haben den so schnell killen können. Warum klappt das nicht immer, das Kommandieren so gut? Liegt das wirklich daran, dass er sich halt bewegt und dann noch irgendwie ausweichen kann oder so? Das checke ich irgendwie nicht ganz, damit es zusammenhängt. Dass es manchmal... Also vor allem, wenn er halt versteinert ist, dass es dann wirklich richtig gut funktioniert und auch so wie es soll, dass die einfach ultra viel Schaden machen können und halt wirklich alle hingehen und alle angreifen. Aber dass es halt nicht klappt, wenn er nicht versteinert ist irgendwie. Keine Ahnung.
So, ich muss noch zum Ausgang hin. Also ganz... Ja, da hinten ist der. Ganz geschafft haben wir es noch nicht. Das dürfte jetzt normalerweise klappen. Aber ist jetzt nicht ganz geschenkt zumindest. Ich muss ja die hier auch noch besiegen. Wenn ich halt nicht treffe, dann können die auch schon mal Pikmin fressen von mir. Okay, so, ich mache jetzt mal die mit allen Pikmin. Das wird klappen, glaubt mir. So, ja, wunderbar. Ja, aber zumindest den muss ich auch noch killen. Okay. Gut. Jetzt kann man aber wirklich gehen. Und haben auch das abgeschlossen. Gut. So, ich mach mal die nächste auch noch. Vielleicht werde ich die letzte nicht mehr in dem Part schaffen, weil es dann doch zu lange werden würde. Es wäre eigentlich schon schön, wenn ich die ganze Ebene gleich schaffe. Oder die ganze Reihe gleich schaffen würde. Aber wenn es nicht geht, dann geht's halt nicht. Mal schauen. Gut. Aber es geht bisher. Ist schon auch nicht so einfach. Aber da war die dritte Reihe bisher um einiges schwieriger, finde ich. So, jetzt haben wir 20 rote, 25 blaue, 5 lilane, 2-mal Versteinerungsspray, das ist ziemlich gut. Und 2 Ebenen, das ist ja das Bessere sogar. Also auf jeder Ebene kann ich eines benutzen. Das ist sogar ziemlich gut eigentlich. Okay. Dann mal gucken. Der Typ. Mal so ein Pustetyp. Ja, vielleicht hat sogar der schon den Schlüssel einfach. Das kann sogar echt sein. Überprüfen wir das mal. Der ist ja auch kein Problem. Ich verliere halt meine Blüten gegen den, sehr wahrscheinlich. Aber, keine Ahnung, ich muss ja auch gegen den nicht Versteinerungsspray benutzen. Deswegen habe ich dann sogar, wenn der jetzt den Schlüssel haben sollte, habe ich dann sogar in der letzten Ebene 2-mal Versteinerungsmöglichkeiten. Also das dürfte echt kein Problem sein. Oder ich bin einfach gut und verliere keine einzige Blüte. Yay! So, hast du den Schlüssel? Nein. Okay, schade. Dann noch kurz weiter. Was? Wo? Nein! Dieser eine kleine Kackkäfer! Wirklich jetzt? Ist der so stark? Der kann einfach voll schnell meine Pikmin fressen. What the fuck? Okay, warte mal. Ich guck mal kurz. Ist jetzt egal, wenn welche sterben. Ich habe eh schon verkackt. Hey, hat der denn den Schlüssel? Ja, ist mir wurscht. Warum sind die mir eigentlich gefolgt? Ich habe die doch wegkommandiert. So, er trinkt. Ich bin wieder sehr nett heute, ich weiß. Finde ich aber komisch. Irgendwie. Muss ich sagen. Dass der normale, also denke ich jetzt mal, dass der normale Pustegegner den Schlüssel hat, anstatt der große. Ansonsten hatten eigentlich schon immer auf jeder Ebene die stärksten Gegner die Schlüssel. Das macht ja auch am meisten Sinn, finde ich. Das ist ein bisschen seltsam irgendwie. Aber okay. Ja, ich muss aber den trotzdem killen, weil wenn ich den Schlüssel zurücktrage, dann würden meine Pikmin halt weggepustet werden. So, und diese Kackgegner da, bei denen muss ich echt aufpassen, oder wie? Das kann ja nicht sein, hey. Das ist ja richtig scheiße, hey. So, mach mal das auch weg. Hier ist wieder auch gleich weg, ja. Also, wenn ein paar Pikmin da sind, dann ist es kein Problem. Aber einer, eins gegen eins, verlieren meine Pikmin gegen die Gegner. Das ist schon ein bisschen peinlich irgendwie. Aber gut. So. Ja, fuck. Habe ich doch ein paar Blüten verloren. Aber nicht allzu viele. Da ist noch ein, aber das ist, der ist wirklich nicht so schlimm, glaube ich, der da. Ja, okay. So, trotzdem noch ein bisschen gucken. Ich muss dann auch gleich, wenn meine Pikmin den Schlüssel zurücktragen, muss ich ihnen auch wirklich dauerhaft folgen. Und gucken, dass sie da keinen Quatsch machen und nicht von den Käfern da getötet werden. Nimm mal da nur blau mit, bitte. Ja, jetzt kommt der eh hier, aber egal. Das passt schon. So, ja, pust sie ruhig fort. Da sind keine Gegner aufgetaucht, nein. Okay, gut. So. Ja, komm jetzt. Wenn die immer mit einem Strich überleben. Pikmin. So. Und? Ja, okay. Finde ich echt ein bisschen komisch irgendwie. Weil ich meine, es war jetzt zweimal, war auch der Aufbau so, dass der Große zuerst kam und dass der Kleine weiter hinten war. Dann ist es schon logisch, dass der Schlüssel halt weiter weg ist und dass ich halt dafür ein bisschen mehr arbeiten muss quasi. Aber kann es nicht auch so sein, dass der Aufbau einfach ein bisschen anders ist hier? Ist ja zufallsgeneriert. Und dass halt dann der kleine Gegner zuerst auftaucht und dann der Große hier am Rand. Weil das wäre halt dann wirklich komisch irgendwie, wenn der Kleine eben den Schlüssel hat, der sogar näher dran ist dann eventuell, als der Große. Aber, na gut. Die sind ja so oder so jetzt nicht wirklich schwer, muss man auch sagen. Okay. So, hier. Gleich. Gut. So, das war kein Problem. Und ich habe sogar noch Doppelversteinerungsspray für starke Gegner.
Also ich rechne mir hier ganz gute Chancen aus. Aber jetzt haben wir leider eine mechanische Stage, das ist schon mal kacke. Ja, und hier sind natürlich Pustegegner die Hölle. Okay, es sind wieder nur zwei sogar. Interessant. So, jetzt ist die Frage, hat wieder der Kleine den Schlüssel? Probieren wir es mal. Die Frage ist jetzt auch, kann ich den vom Boden aus versteinern? Und wenn ja, was passiert dann? Ich will das mal testen. Ja, es geht. Fällt jetzt, er fällt einfach runter. Okay, das ist ganz lustig. Wehe, wenn die anderen jetzt übrigens. Okay, nee, passt. So. Ah ja, das war, ja, hat auch den Schlüssel. Okay. Das war ziemlich machbar. Würde ich sagen. Also war echt voll komisch. Weil hier war jetzt sogar wirklich der Kleine näher dran. Für den anderen hätte ich sogar weiterlaufen müssen. Aber gut. Will mich nicht beschweren. Das passt. Da, und das Ziel ist... da hinten war ich. Gut, ja, das war ziemlich einfach. Da habe ich, glaube ich, auch ein bisschen Glück gehabt jetzt mit dem Aufbau von dem Level hier. Aber trotzdem, das war mehr als machbar, würde ich sagen. Das war sogar wirklich von Reihe 4 irgendwie das Einfachste, finde ich. Zumindest zum normalen Durchspielen. Aber auch wenn man versucht, hier alle Schätze mitzunehmen, ist es, glaube ich, auch nicht so schwer. Kann ich mir nicht vorstellen, wie das so schwierig sein kann, da jetzt alle Schätze mitzunehmen. Weil es gab halt auch, es gab nur die kleinen Käfer, die tatsächlich Pikmin killen können, ja. Aber wenn man zumindest ein paar mehr dabei hat, dann sind die auch kein Problem. Und die Pustegegner sind ja eh kein Problem. So, die verbrauchen halt ein bisschen Zeit. Aber sonst war da jetzt eigentlich keine allzu große Schwierigkeit. Also das wirkte eigentlich ziemlich machbar für mich. Aber gut. So, dann, ich mache das auch noch, das ging jetzt recht schnell. Wenn Riesenbarben, 50 blaue und 5-mal habe ich ein Buff-Spray. Ach du heilige Scheiße. Aber kein Versteinerungsspray. Ja, das wird lustig. Das wird lustig. So, welche Riesen barben denn hier? Ist die Frage. Okay, Quallen. Hast du gleich den Schlüssel, ist die Frage. Der Kollege da, okay. Oh ne, nicht der. Ja, ich muss mal hier ein bisschen weggehen. Ich will nicht gegen alle auf einmal kämpfen müssen. ja, die Frage ist jetzt eben, kann ich abschätzen, wer den Schlüssel am ehesten hat? Einer von denen? Hm. Die sind nicht so schwer zu besiegen. Ich probiere das mal. Oh Gott. Sagte er und verkackt erstmal. Fantastisch, okay. Aber ich muss erstmal, ich werde jetzt einen Pikmin verlieren. Schauen wir erstmal, ja, schauen wir erstmal das kurz an. Mein Gott, das war so schlecht, hey. Ja, jetzt werde ich auch wieder eins verlieren, weil die jetzt alle so nah dran sind. Nee, sogar nicht. Nice. So, jetzt drauf. Ich werde erstmal eben gucken, wer den Schlüssel überhaupt hat. Und dann einfach neu starten und dann halt beim nächsten Mal nur noch den einen Gegner besiegen, der halt eben den Schlüssel hat, dass ich das ein bisschen abkürzen kann. So, ich sollte mich auch buffen bei 5 Dingern. Ist die Qualle. So, genügend draufwerfen, sodass sie runterfällt. Dann ist es ein Instant Win. Ja, genau. Okay. Und? Ja, komm, stirb. Nein. Ja, dann... Ja, der glaube ich nicht. Ah, da ist auch nochmal so ein Typ übrigens. Dann teste ich mal den hier. Kann der überhaupt angreifen? Das kann ich nicht. Ah, okay. Das ist natürlich sehr einfach. Ich schaue mir mal ganz kurz die nächste Ebene an, dass ich das schon mal mir angucken kann. Dann muss ich sogar, wenn ich wieder Glück habe beim Aufbau, wenn ich es gleich nochmal mache, und wenn er gleich wieder in der Nähe vom Startpunkt ist und wenn keine anderen Gegner in der Nähe sind, dann muss ich sogar nicht mal für den überhaupt irgendeinen Spray hergeben. Dann kann ich mir sogar 5 Stück, was will der eine eigentlich? Ich kann mir sogar 5 Stück für die zweite Hälfte, also für die zweite Ebene dann aufheben. Da kann ich wirklich dauerhaft einfach gebufft sein. Was ich eventuell auch brauchen werde, weil jetzt, mache ich mir schon ein bisschen Sorgen. Die könnte jetzt wieder etwas schlimmer werden. Also der ist es einfach, okay. Ja gut, aber der ist ja eigentlich machbar mit der richtigen Taktik. Ich muss nochmal überlegen kurz, wie das ging. Also ich kann mich aufteilen, mit beiden ungefähr gleich viele Pikmin mitgeben. So ganz grob. Und will dann... Genau, geht er immer auf den Spieler. Dann will ich mal wechseln. Wechsel, wechsel, wechsel. Bevor er fressen kann. Ja, jetzt sind die sogar von selber ausgeglichen. Okay, ein bisschen näher ran. Wechseln. Und dann halt drauf. Genau. Dann zurückrufen am besten. Wenn er sich umdreht, wieder wechseln. Draufwerfen. Immer buffen halt zwischendurch noch. Ja, das kriege ich hin.
Also, an sich finde ich den Boss nicht so einfach, weil man muss halt erstmal drauf kommen, weil das ist eine sehr spezifische Taktik irgendwie und kein anderer Boss, für keinen anderen Boss braucht man so eine spezifische Taktik. Aber wenn man weiß, wie es geht, dann ist es ziemlich machbar, finde ich. Also, das kriegen wir jetzt hin. So, los geht's. Und ja, der ist sogar direkt bei mir in der Nähe. Yay. Dann ist kein Problem. Wie gesagt, der hat keinen Angriff, oder? Ja doch, hallo. Okay, hätte ich mir eigentlich denken können, das ist ja quasi der... Ja, das war so dumm. Der Sohn, oder so, von dem großen Boss. Also hätte ich mir eigentlich denken können, dass der denselben Angriff sogar hat. Das war jetzt etwas sehr dumm von mir. Vielleicht sollte ich doch gegen den Einspray benutzen. Weil ich glaube, 4 Stück reichen auch locker. Weil so lange wird der Kampf dann auch nicht dauern. Vor allem, wenn ich halt das Spray benutze. Gegen den großen. Also ich glaube, das ist kein Problem dann. Ja. Okay, aber die Anordnung ist wirklich immer ziemlich nett. Ich will nur am besten warten, bis es sich halt umdreht. Und dann ihn angreifen. Und dann einfach instant töten oder so. So. Komm, bitte dreh dich um. Muss ich nochmal einen Schnitt machen, nur dass du dich umdrehen willst? Oder bist du dich... Na, jetzt kommt die Qualle her. Ernsthaft jetzt? Mein Gott. Jetzt greift sogar der auch noch an. Nein, jetzt greifen meine Pikmin auch den an. Warum denn? Mein Gott, jetzt musste... Das ist doch voll einfach eigentlich. Und da brauche ich jetzt auch wieder noch Ewigkeiten. Hey, ich könnte durchdrehen, wenn ich immer für die einfachsten Dinge Ewigkeiten brauche, weil einfach wieder alles schief geht. Kann nicht wahr sein, hey. So. Kann der jetzt einfach bitte umgedreht zu mir sein? Ja, noch nicht ganz. Doch, das passt. So, zack. Drauf. So. Gut, easy. Also, war doch gar nicht so schwierig. So, jetzt bitte keine Qualle oder irgendein anderer Mist auf dem Weg. Der da? Nee, der ist kein Problem. Glaube ich. Nee, der unmöglich. Ja, nicht ganz unmöglich. Der kann ja hier hoch. Ja, das ist sogar ein bisschen knapp tatsächlich, aber es passt. Lass mal ihr das, das ist mir zu riskant. So, stehen bleiben. Stehen bleiben, sagte ich. Okay. Und, jetzt habe ich nicht aufgepasst, auf welchem Untergrund das erschienen ist da hinten. Okay. Ja, da ist nichts, oder? Nee. Ich dachte schon. Okay, passt. Jetzt, oh nee, jetzt der da. Der erwischt mich jetzt. Nee. Das wäre super gewesen. Okay. So, jetzt kriegen wir es hin. Ich muss mich nur konzentrieren. Schön an meiner Taktik festhalten. Er sieht mich sogar noch nicht. Okay, kann ich mir noch ein bisschen aufteilen. Perfekt. So. Ungefähr die Hälfte. Ja. So. Komm, machen wir es genau. 25 für beide. Okay. Hol ich schon mal die zu dir. Okay. Okay, deswegen habe ich auch so viele Buff-Sprays. Stimmt. Weil ich muss ja doppelt eins quasi hergeben. Warte mal, dann mach mal nochmal jetzt, wenn sie alle zusammen sind. Zack. Ah, wieder was gelernt. Das trifft die anderen nicht mal. Das ist aber scheiße. Eigentlich sollte es sie treffen. Aber gut, dann halt nicht. Aber ich schaffe das auch ohne Buff-Spray ziemlich locker, glaube ich. So. Wechseln. Wechseln. So, Unimo. Okay, nee, zurück. Wechseln. Okay. Und drauf. So. Aber nichts überstürzen. Ah, der braucht eh so lange zum Umdrehen. Ja, ich müsste aber halt auch erwischen, ne? Das würde helfen. Manchmal laufen meine Captains auch automatisch irgendwie. Ich weiß nicht genau, womit das zusammenhängt. Aber, oh Gott. Das war sogar ein bisschen knapp. Jetzt hätte er, glaube ich, fast einen Angriff machen können. Also ich muss schon recht schnell, während er sich noch rumdreht, muss ich am besten gleich wieder wechseln. Wenn er ganz rumgedreht ist, dann ist nämlich schon... Oh, ernsthaft, jetzt haben wir das auch noch. Ich habe das ganze Projekt, am Anfang des Projekts habe ich eine neue Batterie reingehauen. Und jetzt, in den letzten paar Parts, muss sie nochmal ausgehen, die Batterie. Moment. So, wenn ich jetzt deswegen verkacke übrigens... Okay, mir passt. Ulimo. Aber Louis ist wieder ein bisschen gelaufen, habt ihr gesehen? Machen wir nochmal Buff. Und drauf. Oh, das war richtig guter Schaden. Nice. Okay, sehr gut. Auch nochmal Buff. Ja, wechsel lieber wechsel, wenn du was kannst. Okay. Wenn ich gut treffe, könnte es jetzt schon reichen. Ne, noch nicht, noch nicht. Nochmal zurück, nochmal zurück. Okay, jetzt aber. Wechsel. Kamera. Nein.
Oh nein. Das gibt's nicht. Wenn ich jetzt... Wenn ich jetzt noch einen Fehler mache, dann drehe ich durch. Okay. Boah, ich wäre so ausgerastet. Okay, passt. Sehr gut. So, ist glaube ich auch wieder ein etwas längerer Part. Aber trotzdem haben wir die gesamte vierte Reihe heute abgeschlossen. Sehr gut. So, da werden auch noch Schätze. Ah, man hätte sogar weiße Pigments sich noch nehmen können. Okay. Das sieht man auch wieder. Die Tatsache, dass man hier weiße Pigments nehmen kann, spricht dafür, dass man Pigments opfern soll. Ich meine, die weißen Pigments sind auch schneller und man kann deswegen leichter um ihn rumlaufen, könnte man argumentieren. Aber für meine Taktik, was die beste ist, würde ich mal behaupten, ist es egal, wie schnell die Pigments laufen, weil sie eh nur an einem Ort stehen, weil ich halt nur zwischen den Captains hin und her wechsle. Aber der Sinn von den weißen Pigments hier, wette ich, ist, dass man die opfert, damit der halt schnell stirbt, der Typ. Weil ein bisschen dauert der Kampf schon mit dem Hin- und Herwechseln. Und wenn ich dem einfach ein paar weiße Pigments reinschmeiße, stirbt er halt sofort durch die Vergiftung. Also der Sinn ist teilweise wirklich, dass man Pigments opfern soll. Was echt doof ist, weil man kriegt sogar ja einen Bonusinhalt. Oder Bonusinhalte, oder halt einen eben, wenn man überall die pinken Blüten bekommt und man alle Pigments am Leben behält. Das finde ich ein bisschen komisch irgendwie. Aber okay. Hier sogar wieder voll wenige Ebenen. Na gut. Aber dann würde ich erstmal sagen, was ist hier für diesen Part von Let's Play Pigments 2 hier im Challenge-Modus. Beim nächsten Mal wird es dann mit der fünften Reihe weitergehen. Da es hier auch wieder wenige Ebenen gibt, schaffen wir das vielleicht in einem Part, aber mal gucken, wie schwierig das sein wird. Ich meine, Reihe 4 war halt sogar einfacher als Reihe 3, finde ich. Sogar um einiges, würde ich fast sagen. Und wenn Reihe 5 ähnlich wird, nicht ganz so krass wie Reihe 3, vielleicht könnten wir das durchaus schaffen, dass wir alle wieder in einem Part unterbringen. What? Entweder müssen das die Captains alleine machen, die Ebene, oder ich kann welche rauspflücken oder so. Null Pigment? The fuck? Aber ja, mal gucken. Beim nächsten Mal werden wir das alles dann genauer inspizieren. Okay. Also dann, Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.